Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Beats and Voices und Let's Play Worms Total War. Ja, hier geht's jetzt auch endlich mal wieder weiter. Und wir steigen jetzt hier mal voll ein. Und ja. Wir hatten einen Angriff der Slawen zurückgedrängt und belagern hier die Stadt. General. Okay, das lassen wir mal so. Und ja. Nee, da will ich gar nicht hin. Häuptling, Häuptling, General. Na gut, wir bleiben hier erstmal auf der General. Brücke stehen. Und ich muss mal eben gucken. Aha, die Vandalen hatten ja sich nach Süden zurückgezogen. Okay, hier haben wir drei Stück. Das heißt, einer von denen. General! Geh jetzt mal da hinten Wir kommen hin. nicht weiter! Hier haben wir Befehl! einen. Da kann noch einer hin. Befehle! Bewegung! Weiter geht es nicht! Wir auch keinen. Hier haben wir noch einen Statthalter hier. Und an unserem Außenposten, der auch undurchdringbar zu sein scheint. Naja, wir beenden mal die Runde. Und da werden wir schon angegriffen. Von zwei Armeen. Aber wir setzen diesmal alles auf die Überrenntaktik unserer Kavallerie. Denn solange der Feind große Infanterieherden hat, Horden, Kompanien, was auch immer, ist es für unsere Kavallerie kein Problem. Heute ist ein guter Tag zum Sterben, Vor allen Dingen aber ein noch besserer zum Überleben. sind unsere Kavalleristen ja auch noch einigermaßen gut ausgebildet. Aber mal gucken, was unsere burgundischen Lanzenreiter so drauf haben. Der schwache Feind musste neue Männer rufen. Ha, noch mehr Köpfe, die unsere Krieger triumphal abschneiden können. Okay, die holen wir uns dann. Infanterie, schwere Infanterie. Was ist alles schwere Infanterie? Leichte Infanterie. Schwere Infanterie. Bauern. Ah, okay. Die wollen übers Wasser kommen. Wollen die nicht mal was tun? Na gut, dann teilen wir die mal auf in zwei Gruppen. Sind schon die ersten Truppen eingekesselt.
Van in die Mangel genommen. Ein Tier schon die ersten Toten einfach so davon treiben. Na, die ersten Truppen fliehen. Der Kriegsherr des Feindes flieht wie eine verschreckte Ziege. Jagt ihn! Ihr habt den feindlichen General getötet. Ja, da ist er Seine tot. Männer lernen jetzt die Furcht kennen. Sie werden die Flucht ergreifen. Zum Angriff! Und diesmal werden wir keinen verschonen. Diesmal werden wir alle töten, die wir töten können. Was? Naja, egal, kommt halt eben ein neuer Hauptmann. Oh Mann, wie episch unsere Pferde hier hochgaloppieren. Wieso ist denn der hier gestorben? Ach, die können nicht schwimmen. Deswegen, na klasse. Ja, ja, manchmal ist so ein Bodenkampf echt scheiße. Keiner wird überleben. Tja, da werden sie einfach so den Fluss runtergespült. Sind die irgendwie zu blöd auf die Mauer zu gehen oder was? Auf die Brücke. Es ist kein Kampf mehr. Es ist eine Jagd. Eine Feiglingsjagd. So, die letzten Überlebenden auch noch. Vernichten. Obwohl, nee. Da läuft so ins Gemenge rein. Jetzt greifen wir von beiden Seiten an, um die große Streitmacht da an die Zange zu nehmen. Nein, 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 nein. Achso, das sind solche. Ich dachte gerade, hä? Da rennt dann blind in den Tod. Die haben zwei Kavallerie-Divisionen. Eine schwere Kavallerie. Ah, und so eine schwere wegen dem General. Wenn ich vom Berg aus angreife, habe ich Höhenvorteil und dann kann ich besser auf die niederstürmen.
Die hier werden sich dann wohl opfern müssen und von Tab vorne angreifen. Aha. Warum auch immer hier jetzt auf einmal alle sterben. Aber irgendwas scheint hier zu sein. Entweder sind hier Haie drin oder ich habe keine Ahnung, warum die einfach so sterben. Ah, okay. Dann prasselt man jetzt voll da rein. Und ihr prasselt jetzt voll in den rein. Wird es jetzt nach langer Zeit mal wieder eine Niederlage gegen die Römer, aber das hier war ja eh nur eine Kundschaftergruppe. Von daher wäre das nicht so schlimm. Ich habe die auch einfach nur so jetzt zur Belagerung losgeschickt. Der feindliche Kriegsherr ist tot. So, wenigstens habe ich den feindlichen Kriegsherr getötet. Und seine Krieger bei der Flucht beobachten. Ja, das kann er gerne tun. So, jetzt bleiben wir zusammen. Und die bollern da jetzt voll hinten rein. Und ab geht's. Okay, dann geht's jetzt nochmal gegen den Rest. Nehmen wir uns mal zuerst die Bogenschützen vor. Voll durch die Mitte. Erstmal alle Bogenschützen töten. Da sieht man auch, selbst so eine einfache Kundschaftergruppe ist schon mächtig genug, zwei Armeen der Römer aufzureiben. Den dann noch. Und zack. Jetzt wollen die uns nerven. Na gut. Ein einziger konnte fliehen. Aber das ist jetzt mal so. Ja, und hier machen wir mal einen Break. Geht gleich weiter, Leute.